Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Erinnerungen einer Überflüssigen. Von Lena Christ. Erster Teil. Großmutter, mir ist es so kalt. Mei, Lena, ich deck dich zu. Ich lag an einem Sonntagvormittag im Winter auf dem Kanapee in der Wohnstube. Sie war der einzige Raum, der geheizt wird. Die Großmutter stand in dem schönen Kleid, das bald bläulich, bald rötlich schillerte, noch vor mir und sah mich an, wobei sie immer wieder das schwarze, seidene Kopftuch zurechtrückte. Wo ist der Großvater? Der ist schon in Kirch. Neben der Tür stand in Hemdsärmeln der alte Hausl und wollte eben den Sonntagsrock vom Nagel nehmen, als sich die Großmutter zu ihm umdrehte. Geh, Hausl, bleib du heute daheim und gib aufs Kind Obacht und tu's Haus hüten. Ich möchte auch mal wieder in die Kirche gehen. Der Hausl, Balthasar Hauser hieß er eigentlich, war mein guter Freund. Er lebte bei den Großeltern im Austrag und bewohnte die an unserer Wohnstube anstoßende Kammer. Darin hatte er aus der Mauer ein paar Ziegelsteine herausgebrochen und vor die Öffnung als Tür ein dickes Brett gemacht, das in Scharnieren hing und an das der Schlosser ein Schloss hatte anbringen müssen. In diesen Behälter tat er sein Geld und seine Kostbarkeiten. Damit niemand diese Dinge fände, putzte er selber seine Kammer und machte sein Bett. Auch wusch er selber seine Wäsche, denn er fürchtete, der Großmutter etwas zahlen zu müssen. Er wusch immer nur ein Stück, hängte es drauf in die Sonne und setzte sich dazu, damit es ihm nicht gestohlen wurde. Hausl, geh mit mir fort. Okay, wart noch ein bisschen, bis mein Schneidstegeldrucker ist. Großvater verstand sich auf alles. Wo man im Dorf Hilfe brauchte, wurde er geholt. Er war Schreiner, Maurer, Maler, Zimmermann und Kuhdoktor. Und manchmal hat er auch dem Totengräber ausgeholfen. Weil er so überall zur Hand war, hieß man ihn den Handschuster. Und der Name wurde der Hausname. Und ich bin die Handschusterlini. Er war anders als die Leute im Dorf, denn er sprach wenig, ging nicht ins Wirtshaus und war bei keiner Wahl, wie er auch sonst allem öffentlichen Wesen fernblieb. Wenn am Armer das Haus abbrennt, nachher langt er beim Aufbauen hin und fragt nach Kornlohn. Es war mein größtes Vergnügen, mit ihm auf dem Wagen, vor den unser Ochs gespannt war, aufs Feld hinauszufahren. Von den Äckern, die auf den Höhen rings um unser Dorf lagen, konnte man die fernen Berge sehen. Und der Großvater sagte mir von dem Höchsten, dass es der Wendelstein sei. Großmutter, was kochst du heut? Daheim angekommen, sprang ich rasch in die Küche, steckte, wenn die Großmutter in der Speis war, die Nase in alle Harfen und Tiegel, zu sehen, was es Gutes gäbe, und lief dann hinter dem Großvater drein, der vom Hausflöz durch den Stall in die Scheune ging, dort die Ackergeräte verwahrte und dann im Schuppen Holz für den Herd errichtete. Gnädel, der von Korndog fein. Da
Das Wasser, in dem die Knödel, die schmackhaft und billig waren, gesotten wurden, wurde bei uns nie weggeschüttet, sondern in einer großen, bemalten Schüssel aufgetragen. Der Großvater langte dann den von der Großmutter selbst gebackenen Brotlaib, der mittels unseres großen Hausschlüssels ringsum mit einem Kranz von ringförmigen Eindrücken verziert war, aus dem Wandschränklein und begann langsam und bedächtig, Schnitte um Schnitte in die Brühe zu schneiden. Danach goss er die Schmelz drüber, würzte gut mit Salz und Pfeffer und rührte mit seinem Löffel etliche Male um. So, Mutter, jetzt kannst du beten. Während ich also sorglos dahinlebte, geliebt von den Großeltern, getadelt von Lehrer und Pfarrer, gefürchtet von jenen Kameraden, die einmal meine Wildheit gespürt hatten, gesucht von denen, die meine Streiche verstanden und dazu halfen, erfuhren wir, dass meine Mutter in München geheiratet hatte. Ich bin nämlich ein Ledigskind. Und mein Vater ist auf der Reise nach Amerika mit dem Dampfer untergegangen. Bald nach der Hochzeit meiner Mutter kam an einem Sonntagvormittag ein Brief von ihr. Ja, sag, hast du jetzt sowas schon erlebt? Was hast du denn, Vater? Ist leicht gar etwas passiert? Beim Dirndl, Zminger drin. Na, aber das Lena soll dir einer einbringen. Sie verlangt's. Was? Ich? In Stadt? Na, das tue ich nicht. Der Großvater hatte sich nachdenklich auf das Kanapee gesetzt. Ja, dann in Gottes Namen. Dann müssen wir es halt hergeben. Dabei blieb es auch. Und mir half weder toben, noch bitten, noch schmeicheln etwas. Jetzt musst du ein recht gescheites und ein recht richtiges Madel werden. Und musst deinen neuen Vater recht mengen und der Minkerer Mutter recht schön folgen, gell? Musst auch recht geschickt sein und überall Service springen, wo es was zu arbeiten gibt. Und jetzt darf man nicht mehr Kuchei sagen. Jetzt heißt es Küch. Und statt der Stuben sagt man Zimmer. Und statt dem Flötz sagt man Hausgang. Und Kirwisch sagt man auch nicht mehr. Der heißt jetzt Kehrbesen, gell? Da versprach ich ihm, recht Obacht zu geben und brav zu bleiben. Grüß Gott, Mutter. Schau, wie gebildet die Leni ist. Da wird aber der Vater viel Freude haben, wenn er so ein gescheites und vornehmes Dichterl kriegt. Wir stiegen in eine Pferdebahn und während sich die Mutter mit dem Großvater unterhielt, starrte ich durchs Fenster die hohen Häuser und die Kirchen an und staunte über die kurzen Röcke und Hosen der Kinder, die gerade aus einer Schule kamen. Am Marienplatz, wo wir aussteigen mussten, denn damals führte noch keine Pferdebahn nach Schwabing, vergaß ich beim Anblick des Fischbrunnens plötzlich meine ganze Bildung. Großvater, da ist ein Kerl, wie der Fisch des Meier weiß. Psst, sei stark, Tiernei. Mei darf man doch jetzt auch nicht mehr sagen. Mund heißt doch jetzt. Vor einem hohen Haus, auf dessen rötlicher Fassade mit großen Buchstaben das Wort Restaurant geschrieben stand, machten wir Halt. Unter dem Tor stand schon mein neuer Vater und empfing uns herzlich. Wir traten durch den Hausgang in einen kleinen Garten,
von dem aus eine Tür in die Küche führte. Die Gastwirtschaft, die der Vater schon vor der Hochzeit übernommen hatte, war damals wegen der guten Küche bei den Studenten sehr beliebt. Mit offenem Mund sah ich nun dem Trubel im Gastzimmer und in der Küche zu und getraute mir, mit dem Großvater kaum ein Wort zu reden. Aus Angst, die Mutter in ihrer aufgeregten Geschäftigkeit zu stören. Am Abend gingen wir zeitig schlafen und man führte mich in ein kleines Kammerl, in dem nur ein Bett und ein Stuhl stand. Denn meine Eltern besaßen damals nur das Allernötigste. Mein Großvater teilte das Bett mit mir und gab mir noch viele Ermahnungen, bis ich endlich in seinem Arm einschlief. Andern Tags reiste er wieder heim. Und ich musste nun alles Ländliche ablegen, bekam kurze städtische Kleider und meine schönen langen Haare wurden abgeschnitten. In der Wirtschaft muss ich Brot und Semmeln für die Gäste in kleine Kerbel zählen, einen Schanktisch in Ordnung halten, Sachen ein Ei holen und manchmal auch einen Kegelbohrmer setzen. Was verdient, glaubst du? Sie war doch immer anständig. Meine Mutter war damals eine sehr schöne Frau und sprach immer sehr gewählt. Denn sie war jahrelang Köchin in adligen Häusern gewesen. Darum schalt sie nun täglich über meine bäuerische Sprache, wodurch sie mich so einschüchterte, dass ich oft den ganzen Tag kein Wort zu sagen wagte. Auch in der Schule spotteten mich die Kinder aus und nannten mich nur den Deutschen oder die Gscherde. So dachte ich oft nachts, wenn ich allein in meiner Kammer war, denn bei Tag hatte ich nicht viel Zeit zum Nachdenken, mit Sehnsucht zurück an das Leben bei meinen Großeltern und erzählte unserer großen Katze, die ich mit ins Bett nahm, mein Unglück. Nachdem mein Stiefvater das Geschäft 1,5 Jahre geführt hatte, konnte er das Anwesen mit gutem Nutzen wieder verkaufen. Er ist ein fleißiger Metzger und hat Wirtschaft in kurzer Zeit auf die Füße gebracht. Deswegen können wir jetzt privatisieren und nachträglich eine Hochzeitsreise machen. Du bleibst bei der Tante Babette. Du helfst dir. Als die Eltern von der Hochzeitsreise, die sie zu Verwandten in die Schlesier Berge gemacht hatten, nach 2 Monaten zurückkamen, begann die Mutter zu kränkeln. Stand oft nicht auf, musste sich häufig erbrechen und wurde doch von Tag zu Tag dicker. Inzwischen hatte der Vater die Wohnung gekündigt und ein Haus mit einer Altmetzgerei in der Corneliusstraße gekauft. Mit dem Umzug dahin begann für mich ein ganz anderes Leben. Du bist groß genug. Du machst den Haushalt. Ich war damals 9 Jahre alt. Zuerst das Fleisch austragen, dann Feier machen, Stiefel putzen, Stirn wischen und der Mutter Sachen einholen, die sie zum Kochen braucht. In einer Februarnacht kam das Kind. Um 5 Uhr aufstehen, Bad, Wäsche, Windeln für den kleinen Hansel. Kam ich mittags aus der Schule, wurde ich meistens mit Schlägen empfangen. Ich hab nachsitzen müssen, weil ich in der Früh zu spät war. Als ich einmal beim Vater Unser statt auf das Kruzifix zum Fenster hinaus sah, schlug mich die Mutter ins Gesicht, dass mir das Blut zum Mund und Nase herauslief. Ich bekam nichts zu essen und musste während der Mahlzeit am Boden knien. Geschirr spülen, Kindwäsche waschen, am Burm einschläfern. Ganz abgehetzt kam ich dann nachmittags in die Schule und konnte während der Handarbeitsstunden nur mühsam gegen den Schlaf ankämpfen. Deshalb lernte ich nur schlecht Handarbeiten und bekam in diesem Fach meist die Note ungenügend. Zudem strengte mich besonders das Stricken an. Das wusste die Mutter. Hatte ich nun bei der Hausarbeit etwas nicht recht gemacht, so gab sie mir mit einem spanischen Rohr 6 und manchmal 10 Hiebe auf die Arme und die Innenfläche der Hände, dass das Blut hervorquoll.
Aber ich mache in der Schule gute Fortschritte. Und ich bin die Erste. Meine Lehrerinnen nahmen sich meiner an. Und als ich einmal in der Früh barfuß in die Schule kam, schickte mich mein Fräulein mit einem Brieflein nach Hause, worin sie der Mutter Vorwürfe machte. Doch hatte dies nur eine erneute Züchtigung mit einem Spazierstock meines Vaters zur Folge, in den ringsherum kleine Bleikugeln eingegossen waren. Geliebt hat mich meine Mutter nie, denn sie hat mich weder je geküsst, noch mir irgendeine Zärtlichkeit erwiesen. Jetzt aber, seit der Geburt ihres ersten ehelichen Kindes, behandelte sie mich mit offenbarem Hass. Etliche Wochen später kam mein Großvater, und als ich mit ihm allein war, begann ich ihm weinend mein Leid zu erzählen. Ah, geh zu, das geht doch so nicht. Ich rede gleich mit deiner Mutter. Bitte, bitte nicht. Na, ist wieder so bäs. Also, wenn's nur lang so gemein ist, dann kommst wieder zu mir. Ich war 11 Jahre alt. Ich hatte 2 Freundinnen, die bei uns im Haus wohnten und die ich an den Sonntagen nachmittags manchmal besuchen durfte, wenn die Eltern fortgingen. Da sprachen wir denn über verborgene Dinge und trieben mancherlei Heimliches. Eines Tages wurde ich zum Herrn Oberlehrer gerufen. Ich habe durch eine deiner Mitschülerinnen vernehmen müssen, dass du in Gemeinschaft mit anderen Mädchen unsittliche Handlungen vollführt hast. Ich muss dich deshalb ebenso wie die anderen mit Kerzer bestrafen. Deinen Eltern wird das mitgeteilt werden. Hast du darauf etwas zu erwidern? Nein. Ich machte mich zitternd auf den Heimweg, nachdem ich um 6 Uhr aus dem Karzer entlassen war. Denn ich wusste, wie es mir gehen würde. Geradenwegs heimzugehen vermochte ich nicht, sondern ich kam auf einem Umweg in die Isaranlagen, wo ich mich auf eine Bank setzte und überlegte, ob ich nicht lieber ins Wasser springen sollte. Am Ende aber siegte doch die Schneid und ich stand auf und ging nach Haus. Runter mit dem Hemd! Ausziehen! Ganz nackt! Vater, komm! Als Mutter erschöpft war, rief sie dem Vater, der im Schlachthaus gearbeitet hatte, und ruhte nicht eher, bis auch er den Stock nahm und mich noch einmal strafte. Darauf sperrten sie mich in meine Kammer und gingen fort. Hilfe! 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 Durch meine Hilferufe war die Frau Baumeister Möller, die über uns wohnte, aufmerksam geworden. Und als sie mich in meiner Kammer noch lange Zeit laut weinen hörte, rief sie mir von ihrem Balkon aus zu. Warum hast du denn wieder so prügelt? Komm, mach auf! Dann komm hinunter zu dir! Als sie hereinkam und mich sah, erschrak sie sehr. Mir lief das Blut über die Arme und den Rücken herunter und Brust und Leib waren ganz blau und verschwollen. Sie war so erregt über die mir widerfahrene Behandlung, dass sie meiner Bitte, mich zu meinem Großvater zu bringen, sofort nachgab. Sie zog mich sauber an und wir fuhren noch mit dem Abendzug heim. Es war schon tiefe Nacht, als wir ankamen. Großvater! Großmutter! Großvater! Der Großvater öffnete das Haus und führte uns in die Stube. Inser liebe Zeit! Ja, Lenei, wo kommst denn du so spät noch her? Was ist denn da gerade passiert? Jetzt bleib's bei mir da, gell? So viel haben wir allbei, das gelangt. Ich durfte wieder ein ganzes Jahr bei den Großeltern bleiben. Musik.
Im Herbst starb unser Hausl ganz plötzlich und ohne irgendeine Vorbereitung. Als er eingegraben wurde, kamen seine Verwandten und fielen über seine Sachen her. Es war nur noch sein alter, gestrickter Janker da. Den nahm ich vom Nagel und während ich ihn betrachtete und betastete, griff ich unwillkürlich auch in die Taschen und fand darin einen Schlüssel. Da fiel mir sein Wandschränklein ein. Ohne ein Wort lief ich in die Kammer und brachte am Ende nach viel Abmühen das Türlein auf. Da lagen in dem Kästlein weit über 100 Mark Geld, ein Haufen Silberknöpfe und alte Münzen, seine silberne Uhr mit der Kette und den großen Talern dran und etliche schöne silberbeschlagene Bestecke und silberne Löffel. Großvater, komm schnell! Da, ich hab was gefunden vom Hausl. Und das gehört alles uns. Na, Dirnei, das gehört alles dein. Du bist dem doch die Lieber gewesen und dir hättest du vermacht. Während dieses Jahres bekam die Mutter in München ihr zweites Kind, den Maxi. Kurz zuvor hatte der Vater sein ganzes Geld, 30.000 Mark, auf dem Anwesen, das er gekauft hatte, durch einen Bauschwindler verloren, sodass er sich an eine Brauerei um Hilfe wenden musste. Diese gab ihm, nachdem sie ihn eine Zeit lang in ihrer Flaschenfüllerei beschäftigt hatte, eine Kantine im Lechfeld. Den Hansl nahm die Mutter mit und der Maxi kam zur Großmutter in die Kost. Schickt mir die Kinder wieder nach München. Ich werde sie besser behandeln. Es wird ihnen gut gehen. Wir haben viel Gewinn gemacht und eine Wirtschaft in München gepachtet. Mutter behandelt mich jetzt wirklich besser und spart nicht an Lob und Belohnung, wenn ich was zu ihrer Zufriedenheit gemacht hab. Da überwarf sich die Tante Babette mit meinem Vater und verließ ganz plötzlich das Haus. Jetzt musste ich wieder die Kindsmagd machen. Die Mutter bekam bald danach den Ludwigl. Und da ich in Ermangelung einer Wochenbettpflegerin alle bei der Niederkunft notwendigen Arbeiten tun musste, so konnte ich ziemlich den ganzen Verlauf der Geburt beobachten. Wie ich die Mutter laut jammern und klagen hörte, hatte ich viel Mitleid mit ihr und nahm mir zugleich fest vor, niemals mit einem Mann etwas Böses zu tun. Im Übrigen hatte ich nicht viel Zeit zum Nachdenken, denn den ganzen Tag bis spät in die Nacht ging es treppauf, treppab und hieß es arbeiten, damit die Mutter zufrieden war. Einige Monate später, es war an einem Dezembertag, rief meine Lehrerin mich kurz nach Beginn des Unterrichts hinaus und reichte mir ein Telegramm. Lena, komm, Vater stirbt. Ich rannte, ohne mich zu entschuldigen, ohne meine Kleider und Schulzeug zu nehmen, halb besinnungslos nach Hause. Aber die Mutter ließ mich nicht fort. Und so lief ich in Groll und Verzweiflung umher, weinte und schlug meine Fäuste gegen den Kopf und fand doch keinen Ausweg. Am anderen Tag kam ein weiteres Telegramm. Vater tot, wird Samstag früh eingegraben. Ich war ganz gebrochen, denn es schien mir, als wäre mit dem Toten alle Hilfe und Stütze dahin. Warum habt's mich nicht mal zu einem lassen? Ich stürmte von der Wirtsküche die vier Stiegen hinauf und wollte mich in den Hof hinunterstürzen. Doch in diesem Augenblick riss mich jemand vom Fenster herab, worauf ich ohnmächtig zusammenbrach. Von dem darauffolgenden Tag ist mir keine Erinnerung geblieben. Am übernächsten Morgen aber war ich schon früh um 5 mit der Mutter auf dem Weg zur Bahn, beladen mit Kränzen und von Schmerz und dumpfer Trauer ganz betäubt.
Ich weinte keine Träne mehr im Zug, wo wir mit den Verwandten der Mutter zusammentrafen. Stumm blickte ich aus dem Coupé-Fenster in die verschneite Landschaft. Als wir daheim in die Stube traten, wo der Verstorbene aufgebahrt war, stürzte ich der Großmutter, die auf dem Kanapee saß, an den Hals. Und wir vergaßen ganz, dass so viele mit ihr reden wollten. Nach dem Trauergottesdienst in der Kirche gingen wir zum Huberwirt, zum Leichenschmaus. Die Großmutter wollte nicht mitgehen. Doch ließ sie sich am Ende überreden, wenigstens in der Wirtsküche ein paar Worte mit einigen Bekannten und dem Huberwirt zu sprechen. Ich war mit in die Gaststube getreten und stand nun in einer stumpfen Teilnahmslosigkeit am Ofen, während die Verwandten, noch ehe sie die Wintermäntel abgelegt hatten, in lebhaften Streit geraten waren wegen der Habseligkeiten des Großvaters, die noch nicht verteilt waren. Jeder wollte das Schönste und Meiste haben. Und Hausels Schatz, den der Großvater so sorgsam für mich aufbewahrt hatte, wurde mir auch genommen. Nach den letzten Bestimmungen des Verstorbenen musste das Haus verkauft werden. Und der Erlös wurde gleichmäßig unter die Kinder verteilt, nachdem für die Großmutter 1000 Mark beiseite gelegt waren. Diese 1000 Mark nahm dann die Nanni an sich und behielt dafür die Großmutter bis zu deren Tod. Großmutter, du brauchst keine Angst zu haben wegen der Nanni. Die mag dich schon. Kaum ein halbes Jahr nach dem Tod meines Großvaters kam eines Tages meine Großmutter und beklagte sich bitter über die rohe Behandlung bei der Nanni und deren Mann. Als sie dann nach langem Leiden durch einen Schlaganfall gelähmt worden und ganz auf ihre Stieftochter angewiesen war, kamen harte Tage für sie. Hilflos lag sie in ihrem Bett und niemand kümmerte sich um sie. Man ließ sie hungernd und starrend vor Schmutz liegen. Bald starb sie. Und als sie tot war, wollte niemand das Begräbnis zahlen. Danach gab es heftigen Streit um die letzte Habe der Verstorbenen, denn die Nanni hatte alles schon beiseite geschafft. Mit der Geburt des Ludwigl, meines dritten Stiefbruders, hatten auch die letzten an die Kindheit erinnernden Spiele und Freuden ein Ende. Ich wollte alles recht machen. Dafür arbeitete ich von früh bis spät. Zu all dem war ich seit dem Tod meines Großvaters so schwermütig und traurig, dass ich mir nicht mehr viel aus meinem Leben machte. Ich fand in dieser schweren Zeit nur in meiner Stimme Trost. Unser Pfarrer veranlasste meine Aufnahme in den Kirchenchor, nachdem ich schon etliche Jahre in der Zentralsingschule ausgebildet worden war. Bald durfte ich bei den Gottesdiensten Solo singen. Und das Bewusstsein, einmal öffentlich anerkannt zu sein, bereitete mir so hohe Freude, dass ich darüber selbst den Neid meiner Kolleginnen vergaß. So sang ich auch einmal aushilfsweise bei einer großen Vereinsfeier, an der auch der würdige Prälat und Pfarrer von der Heilig-Geist-Kirche teilnahm. Als dieser meine Stimme gehört hatte, ließ er mich zu sich kommen und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, ein Pilgermädchen bei der Münchner Wallfahrerbruderschaft zu werden und an den heiligen Städten zu Andex, Altötting und Grafrath Gottes und Marie Lob zu singen. Oh ja! Das möchte ich gern. Ich holte mir sogleich von meiner Mutter die Erlaubnis, die sie mir in Anbetracht ihrer frommen Gesinnung nicht verweigerte. War ich schon vorher nicht gern in der Gastwirtschaft tätig gewesen, so hatte ich jetzt, seit ich Pilgermädchen war, die ganze Freude an dem öffentlichen und lauten Leben verloren. Doch wurde ich von meiner Mutter, trotzdem sie so religiös schien, fest angehalten, überall, wo es vonnöten war, einzuspringen.
Bald war ich in der Küche das Spülmädchen oder die Köchin, bald in der Gaststube die Kellnerin. Denn da die Mutter oft recht grob mit dem Dienstvolk war, lief schnell die ein oder andere wieder weg. Am meisten zuwider war mir der Aufenthalt in der Gaststube, denn war ich bei den Gästen ernst und schweigsam, schimpfte die Mutter, dass ich ihr die Leute vertreibe. War ich aber freundlich und heiter, so nützten das viele rohe und wüste Kerle aus und belästigten mich nicht nur mit allerhand Zoten und zweideutigen Fragen, sondern quälten mich manchmal in der unsaubersten Weise, indem sie mich an den Beinen fassten, Küsse verlangten oder sonstige aufdringliche Zärtlichkeiten versuchten. Was müsst ihr denn hier stehen dafür? Shanti. Ja, da sagt man halt, ich hab jetzt keine Zeit und geh fremdlich weg. Inzwischen nahte der Hochzeitstag meiner Eltern wieder heran. Es war der 10., seit sie geheiratet hatten. Und auf den gleichen Tag fiel auch mein Geburtsfest. Ich war 17 Jahre alt. Da die Eltern es gern sahen, dass ich ihnen zu den üblichen Familienfesten meine Glückwünsche darbrachte und auch die Brüder ein Gedicht lernen ließ, beschloss ich ihnen, zu ihrem 10. Hochzeitstag eine rechte Freude zu machen. Ich schmückte das Nebenzimmer mit Papiergirlanden, stellte ein selbstverfertigtes Transparent auf und dazu ein Brett, in das ich 10 Nägel schlug und darauf 10 Wachskerzen befestigte. Auf einen weißgedeckten Tisch legte ich die Geschenke. Ein paar zierliche Samtpantoffeln für die Mutter und eine gestickte Kappen für den Vater, dazu 2 Blumenstöcke und einen Kuchen. Als nun am Vorabend des Hochzeitstages meine Eltern plaudernd am dicht besetzten Stammtisch saßen, ertönte plötzlich im Nebenzimmer Musik und man brachte ihnen ein Ständchen. Erschrocken sprang die Mutter auf und lief hinüber. Da erglänzte der geschmückte Raum im Licht der Kerzen und des Transparents. Doch, oh Wunder, es stand noch ein Brett auf dem Tisch, an dem 17 kleine Lichtlein brannten. Meine Brüder hatten mich damit überrascht. Während die Mutter immer noch starr an der Tür lehnte, war auch der Vater hinzugetreten. Und nun brachte ich meinen Prolog vor, worauf die Gäste ein dreimaliges Hoch brüllten. Ja, seid's nicht jetzt alle verrückt worden? Was redet's denn eigentlich von 10 Jahren? Wir sind ja schon 20 verheiratet, gell? Ich war sehr verwundert. Denn ich wusste doch bestimmt, dass der Vater jetzt 35 und die Mutter 38 Jahre alt war. Und wenn sie nun schon vor 20 Jahren geheiratet hätten, so... Marsch! Ab ins Bett! Um g'freien kannst du. Andern Tags aber gab es heftige Prügel dafür, dass ich die Eltern so blamiert hatte. Denn sie wollten es niemand wissen lassen, dass die Mutter mich ledig bekommen hat. Jetzt war meine gute Zeit wieder vorbei. Da besuchte uns ein junges Mädchen. Diese schilderte mir den Beruf und das Leben der Nonnen so schön, dass ich voller Begeisterung beschloss, ebenfalls ins Kloster zu gehen. Wir erfuhren durch eine Magd, deren Schwester schon lange Klosterfrau war, dass der alte Pater Guardian des Kapuzinerordens in München uns beraten könne. Der hätte auch ihre Schwester ins Kloster gebracht. Der nannte mir das Kloster Bärenberg in Schwaben. Als Tag meines Eintrittes war der 5. Dezember, der Todestag meines Großvaters, ausersehen. Und ich erwartete ihn sehnsüchtig und mit großer Aufregung. Schicke dir mir da alles, was du magst. Brauchst bloß schreiben. Aber aushalten musst halt und drin bleiben. Verschneite Wiesen, Wälder und Ortschaften glitten draußen vorüber. Stationen wurden gerufen,
Leute stiegen aus und ein, deren Redeweise immer mehr das Schwabenland verriet. Und bald waren wir in der Hauptstadt, in Augsburg. Den mehrstündigen Aufenthalt benutzten wir dazu, uns die Stadt ein wenig anzusehen. Während der weiteren Fahrt war die Mutter recht einsilbig, bis wir an der Endstation Kammhausen anlangten. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir noch einen Platz im Stehwagen kriegen. Mit uns hatten noch einige Frauen und ein junger Mann Platz genommen. Ich erfasste aus der lebhaften Unterhaltung der Frauen, die bei ihm saßen, dass der junge Mensch epileptisch krank sei und nun in der Kretinenabteilung Bärenbergs untergebracht werde. So, Sie fahren auch mit uns. Sie wollen gewiss auch eine Aufnahme für das Mädle. Ist es eben auch ein Debele? Klosterfrau bis wir. Vor dem großen Gebäude machte der Postillion Halt und wir standen wartend an der verschlossenen Pforte. Als die Tür sich endlich öffnete, stand eine kleine alte Nonne vor uns, liebenswürdig und demütig nach unserem Begehr fragend. Nachdem sie die Wünsche eines jeden gehört hatte, führte sie uns in ein kahles Zimmerchen, aus dem erst eine Taubstumme, dann die Frauen mit dem Kranken geholt wurden. Zuletzt kam eine blasse junge Schwester, die uns in die Gemächer des Superiors führte. Nachdem der Superior in einem Armstuhl Platz genommen, wies er meiner Mutter auf dem Sofa und mir auf einem Rohrhockerlsitze an. Das Kind hat gute Zeugnisse. Eine kurze Prüfung wird uns zeigen, wozu sich das Mädchen eignet. Sollte es dir nicht gefallen, so kannst du innerhalb von 5 Jahren diese Stätte noch verlassen. Willst du bei uns bleiben? Ja, ich will da bleiben. Darauf gab er uns seinen Segen und ließ uns durch eine Nonne zur Kandidatur führen. Dort musste mich meine Mutter allein lassen. Man wies mich wieder in das kleine Zimmer und dann führte mich die blasse Schwester ins Refektorium, wo die Kandidatinnen bei der Vesper saßen. Liebenswürdig nahmen sich sofort einige von ihnen meiner an und erklärten mir alles, was ich wissen musste oder wollte. Ich war ihnen dankbar dafür, denn ich hielt es für natürliche, herzliche Kameradschaft. Später freilich erkannte ich meinen Irrtum. Es war alles nur Drill. Besonders unter den älteren Mädchen hatte dies Streben nach Vollkommenheit einen wahren Wettlauf um die Tugend hervorgerufen. Und die Präfektin der Kandidatur, die solches mit großer Befriedigung wahrnahm, übergab nun jede Neuangekommene der Obhut einer dieser Würdigen, welche zugleich mit diesem ehrenvollen Amt den Namen Schutzengel erhielt. Also ward auch mir gleich am ersten Abend ein solcher Schutzengel zugeteilt und waltete mit Eifer seines Amtes. Nach dem Abendgebet gingen wir paarweise in den großen Schlafsaal und meine Führerin steckte mir auf den Weg dahin einen Zettel zwischen die Finger. Von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens strengstes Stillschweigen. Traumlos schlief ich die ganze Nacht. Denn ich war den Tag über müde geworden. Und als am frühen Morgen plötzlich ein lautes »Gelobt sei Jesus Christus« ertönte, dem die Kandidatinnen sich aufsetzend in Ewigkeit Amen antworteten, blickte ich verwirrt um mich und konnte mich erst, als von der Pfarrkirche das 5-Uhr-Läuten erscholl, besinnen, wo ich war. Während des Ankleidens wurde wie am Abend laut gebetet. Man empfahl sich zu allen Stunden in Mariens Herzen und Jesu Wunden. Wir schritten über den verschneiten Platz vor dem Kloster. Als wir im großen Lehrsaal der Kandidatur angekommen waren, knieten alle vor einer reich mit Blumen geschmückten Statue des heiligsten Herzens Jesu nieder, vor der die Präfektin bereits in andächtigem Gebet lag. Sie schlug jetzt ein Andachtsbuch auf
und las daraus die Legende einer Heiligen, worauf eine lange Betrachtung ihrer Tugenden und Leiden folgte. Starr vor Erstaunen hörte ich dem Ganzen zu und bereute es schon bitter, jemals den Vorsatz gefasst zu haben, Nonne zu werden. Um 8 Uhr traten 3 Schwestern herein, die Lehrerinnen der Kandidatur, gefolgt von der Präfektin. Setz dich. Sie begann nun, mich in allem zu prüfen, was ich als Lehramtsschülerin wissen oder lernen musste. Ich war nach einer Andachtsübung, die mit dem Abbeten des Rosenkranzes mit ausgebreiteten Armen abgeschlossen wurde, so müde, dass ich beinahe im Gehen einschlief. Da traten wir in einen großen Saal. Darinnen saß eine junge Nonne mit gewinnendem, freundlichem Blick in ihren kindlichen Zügen am Flügel, während neben ihr ein junges Mädchen einen Stoß Liederbüchlein im Arm hielt und am Tisch verstreut mehrere Oratorien und Messen lagen. Die Nonne stand auf und nachdem ein kurzes Stundengebet verrichtet worden war, begann die Gesangsstunde, wobei ich sah, dass hier die Musik sehr gepflegt wurde. Denn die Stimmen waren gut geschult und das Spiel der Schwester meisterlich. Sie präludierte erst ein wenig und spielte dann etliche Variationen des zu behandelnden Liedes. Endlich gab sie das Zeichen zum Einsatz. Und nun hallte der Saal wieder von den Tönen einer herrlichen altitalienischen Messe. Der Mietzinger. Nun war mit einem Male meine ganze Müdigkeit dahin. Und ich sang so zu ihrer Zufriedenheit, dass sie mich erstaunt fragte, wo ich Unterricht gehabt hätte. Ich antwortete ihr, dass ich im Kirchenchor gesungen hätte und auch schon längere Zeit im Klavierspiel unterwiesen worden sei. Liebs Jesusle, hab Dank. Jetzt bekomme ich eine Musikkandidatin. Und sofort eilte sie zum Superior, ihn zu bitten, dass er mich ihr überweise. Hatte ich schon vorher unter den Lehramtsjüngerinnen einige heftige Widersacherinnen gefunden, so mehrte sich jetzt ihre Zahl, umso mehr als Schwester Cecilia mich sehr lieb gewann. So kam es, dass ich in kurzer Zeit einer der Sündenböcke der Kandidatur war. Also ward ich von der Präfektin, einer alten, strengen Nonne mit harten Zügen, zu der Oberin geführt, damit man mir zeige, was einem so eitlen, schlimmen Mädchen gebühre. Was hast du vorzubringen? Wir halten viel auf ein freimütiges Bekenntnis der Vergehen. Würdigste Mutter, man beschuldigt mich, dass ich mich in Bezug auf meine Leistungen überheb und gegen meine Vorgesetzten und Mitschwestern unhöflich und herausfordernd bin. Aber ich fühle mich nicht schuldig und ich bitte Sie, würdigste Mutter, meine Lehrerin und Mitschwestern darüber vernehmen zu wollen. Ohne ein Wort der Erwiderung, nur einige Male mit dem Kopf nickend, fasste mich die Oberin an der Schulter und führte mich in das Vorzimmer des Herrn Superiors, wo ich warten musste, bis sie mit ihm die Sache besprochen hatte. Als sie wieder heraustrat, blickte ich ihr fest und mit großen Augen ins Gesicht. Doch konnte ich aus ihren Zügen nicht entnehmen, ob man mir Glauben geschenkt hatte. Sprich ehrlich mit unserem Vater. Er will nur dein Bestes. Ich trug ihm den Hergang der Sache so vor, wie ich ihn der Oberin geschildert hatte. Da ließ er meine Lehrerin, Schwester Cecilia, zu sich kommen und sie musste nun über mich berichten. Seltsam. Höchst seltsam. Kind, wenn du wirklich brav warst, so bleib's. Wenn nicht, so wär's. Damit waren wir entlassen. Und erleichtert trat ich mit der Schwester wieder auf den dunklen Gang hinaus. Seit diesem Tag waren wir die besten Freundinnen. Und sie sagte mir im Vertrauen, dass eben unser herzliches Verhältnis zueinander den eigentlichen Anlass zu dem Zwist gegeben hätte. Ich solle nur mit allen freundlich und besonders gegen eine alte, von der Präfektin wegen ihres Reichtums, den sie dem Kloster geschenkt hatte, sehr begünstigte Musikkandidatin recht höflich und zuvorkommend sein.
Erst war ich über diesen Rat sehr verwundert. Bald aber erkannte ich selbst, dass ich nur dann bleiben könne, wenn ich, wie man sagt, mit den Wölfen heulte, obschon mir jede Art von Scheinheiligkeit zuwider war. Es war kurz vor dem Weihnachtsfest, dem zweiten, das ich im Kloster verlebte, dass ich mich schwer gegen die Tugend versündigte. Um diese Zeit war ein großes Paket von meiner Mutter angekommen, das meine Weihnachtsgeschenke enthielt. Darunter war auch eine schwarze Kleiderschürze mit langen Ärmeln, wie ich sie mir schon seit langem gewünscht hatte. Doch ich hatte sie noch nicht anprobiert, als schon ein Befehl unserer Präfektin kam, ich solle diese Schürze sofort in das Nähzimmer geben, damit man mir zwei kleine daraus mache, denn dieselbe sei ganz gegen die heilige Armut und ich dürfe so etwas nicht tragen. Eines Tages aber ward die Versuchung, die Schürze einmal anzuziehen, in mir so mächtig, dass ich nicht mehr widerstehen konnte. Ich schlich mich also in die Garderobe, zog sie aus dem Koffer und schlüpfte rasch hinein. Dann trat ich ans Speicherfenster und besah mich in der blinden Scheibe, denn Spiegel gab es nicht. Auch der meine war aus meiner Nähschatulle entfernt und ein Heiligenbild an seine Stelle geleimt worden. Da hörte ich plötzlich meinen Namen und darauf stürmte eine Kandidatin. Es ist Probe für das Weihnachtsfestspiel. Wenn du nicht gleich kommst, dann melde ich deinen Ungehorsam. Auf dem Gang kam mir die Präfektin schon entgegen. Vergeblich versuchte ich, mich hinter der anderen Kandidatin zu verstecken. Aber sie hatte mich schon erblickt und sah nun starr auf die verbotene Schürze, während ich fühlte, wie mir abwechselnd Röte und Blässe über die Wangen lief. Auch auf ihrem Gesicht erschienen ein paar hochrote Flecken und sie gab mir ein paar heftige Schläge ins Gesicht. Darauf führte sie mich zum Superior und erzählte ihm meine Sünde. Mache dich bereit. In 3 Tagen bist du des Gehorsams ledig. 2 Tage später kam ein Brief meiner Mutter, in dem sie ihren Besuch für Weihnachten ankündigte. Du kannst noch bleiben, bis deine Mutter kommt. Ich erzählte Mutter weinend die Geschichte von der Schürze und erwartete mit Angst großen Tadel. Doch wieder erwarten gab sie mir recht. Was? Was tut's ihr noch nicht, dass ich dir den Kleiderschutz geschickt hab? Ich mein, dass ich mir kurz Geld kaufen kann, was ich mag. Ich nehm dir jetzt mit heim. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, für deinen frevelhaften Ungehorsam Abbitte zu leisten. Ich hatte aber alle Freude am Klosterleben verloren und ging nun wie ein Schatten herum. Hatte nicht Lust noch Leid, aß nicht mehr und fing an zu kränkeln. Und nach einigen Monaten schrieb ich meiner Mutter, dass ich keinen Beruf zur Klosterfrau in mir verspüre. Komm ruhig heim. Der Vater ist krank. Ich machte mich am Aschermittwoch zur Reise fertig und nahm Abschied von den Obern. Als ich dann unschlüssig vor dem Zug stand und ein Schaffner meine ängstliche Miene sah, wies er mir freundlich ein Frauenabteil an und ich kam ohne weiteren Zwischenfall nach München. In dem lebhaften Gewühl des Hauptbahnhofs fühlte ich mich plötzlich am Arm ergriffen und als ich erschreckt umblickte, stand lachend mein ältester Bruder vor mir und begrüßte mich. Je näher wir unserem Hause kamen, desto mehr Bekannte trafen wir. Und immer wieder wurden wir von irgendeinem neugierigen Weiblein aus der Nachbarschaft aufgehalten. Denn meine Eltern waren in dem Stadtteil sehr beliebt und hatten weitaus die beste Gastwirtschaft des Viertels. Christi, Vater. Höchste Zeit hast du gehabt, Leni, dass du gekommen bist. Sonst hättest du mir bald mit der Leiche gehen können. Grüß dich, Gottmutter. Tu nur gleich deinen Hut und das Klosterkragerl weg und zieh einen Schurz an. Dann kannst du gleich zuppen und einen Salat für die Leute hergeben. Also begann ich wieder, die Wirtslinie zu sein.
Obwohl mir anfangs gar nicht wohl war in dem weltlichen Getriebe eines Gasthauses, so fand ich mich doch bald wieder darin zurecht und stimmte im Stillen oft der Mutter bei, wenn sie den Leuten auf die vielen Fragen, warum ich nicht im Kloster geblieben sei, antwortete. Ja, weil es Schand war, wenn das Mordsmädel im Kloster rumfallenzen tat und die Mutter daheim fremde Leute zahlen müssen für die Arbeit. Erinnerungen einer Überflüssigen von Lena Christ. Erster Teil. Lena, Brigitte Hobmeier. Lena als Kind, Helena Schrey. Sowie Johanna Bittenbinder, Katja Birkle, Sarah Kamp, Martin Pfeifel, Winfried Frey, Beate Himmelstoß, Barbara Maria Messner und Klaus Stiegelmeier. Musik: Evi Kegelmeier, Greulix Schrank. Ton und Technik: Peter Preuß, Gerhard Wichow, Susanne Herzig, Daniela Röder. Regieassistenz: Pauline Seiberlich. Bearbeitung und Regie: Stefanie Ramp. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion: Katharina Agathos. Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Erinnerungen einer Überflüssigen von Lena Christ. Zweiter Teil. Vielleicht lernst du das jetzt eher, du Gstei, du Saudums! An Arbeit fehlte es in unserem Hause niemals. Schon am frühen Morgen hieß es aus den Federn. Um 6:30 stand ich in der Wirtsküche und schürte den großen Herd, kochte Kaffee und bereitete die Speisen zum Frühstück der Gäste. So ungern ich mich anfänglich wieder unter den Leuten bewegt hatte, denn im Kloster war ich ganz leutscheu geworden, so gewöhnte ich mich doch bald wieder an sie. Und es währte nicht lange, da war ich das lustigste Mädel, machte jeden anständigen Scherz mit und unterhielt ganze Tische voll Gäste. Als im Sommer die Mutter eingeladen wurde, an der Wallfahrt nach Altötting teilzunehmen, gab ich nicht eher Ruhe, bis sie ja sagte. Freilich musste ich nun tüchtig mit anfassen, die 3 Tage, welche die Mutter nicht da war. Doch wurde ich ganz gut fertig und konnte sogar dem Vater noch helfen am Abend, wenn der Hauptandrang an der Gassenschenke war. Die Mutter schickte aus Altötting eine Karte mit dem Bild der Mutter Gottes. Liebster Josef, ich bin ganz weg vor lauter Schön. Viele Grüße sendet euch eure treue Mutter Magdalena Zöngübel. Ich freute mich sehr, dass es der Mutter so wohl gefiel. Ich hoffte, dass sie ein wenig verträglicher würde. Denn sie war immer noch, trotz aller Frömmigkeit, recht böse und quälte mich oft entsetzlich. Bei dem geringsten Anlass gab sie mir trotz meiner 19 Jahre noch Schläge ins Gesicht und hinter die Ohren oder riss mich an den Haaren herum. Nicht selten nahm sie noch wie früher den Stock und prügelte mich elendiglich. Deshalb versuchte ich, Anlässe zu solchen Szenen zu vermeiden. Das glückte mir nicht immer. Wir bekamen eine neue Kellnerin, die Babette. Ich weihte sie ein und erzählte ihr von den hässlichen Szenen mit meiner Mutter. Sie half mir, an einer Spitze zu häkeln, die ich der Mutter zum Namenstag schenken wollte. Verrat bitte der Mutter nicht, dass du auch an der Spitze mitgehäkelt hast.
sie heut nur auf Handarbeiten warst, die man selber gefertigt hat. Da kam der Namenstag. Wo hast denn das Muster her? Von der Babette. Die hast ja du gar nicht gekickelt. Die hat ja die Babette gemacht. Babette hat mir selber gesagt. Na, so eine Gemeinheit. Jetzt hast du mir so heilig versprochen, dass du nicht gesagt. Heut kannst du dich aber gefreien. Heut treibe ich das Lirn aus für allweil. Ich hatte nur den einen Gedanken im Kopf. Heut bringt's die um. Denn sie war so seltsam still, trank rasch 5 oder 6 halbe Bier und warf mir grausige, entsetzliche Blicke zu. Als sie fort war, rief ich die Babette zu mir in die Küche und machte ihr Vorhalt wegen der Spitze. Ich hab Korber gesagt. Ich hatte kaum ihre Worte gehört, da wurde mir heiß und kalt. Plötzlich ergriff ich das große Trangiermesser, legte erst die eine, dann die andere Hand auf den Hackstock und schnitt mir an beiden Armen die Pulsadern durch. Dann rannte ich die Stiege hinab, schloss mich in den Weinkeller ein, kauerte mich in einen Winkel und hoffte stumpfsinnig auf den Tod. Wie lange ich so gelegen bin, weiß ich nicht. Bekannte erzählten mir später, dass mich eine Frau, die von der Gassenschenke aus in die Küche geblickt hatte, beobachtet und den Vorfall meinem Vater mitgeteilt habe. Sie hoben mich auf und brachten mich zum nächsten Bader, der mir ein Notverband anlegte und mich dann zu einem Arzt fahren ließ. Dort wurden die Wunden genäht, wobei es der Doktor nicht an anzüglichen Reden fehlen ließ, da ja gemeiniglich nur nach der Tat, selten aber nach Grund und Ursache geforscht wird. Hat dir jetzt der Teufel noch nicht geholt? Bist noch nicht hier? Vielleicht bekäme ich von der Mutter einmal einen Hieb, der mich zum Krüppel machte. Da wäre ich doch lieber tot. Besser ist, ich gehe. Meine Base wohnte mit dem Bruder der Mutter in einem alten kleinen Häuschen in Giesing. Sie nahm mich voller Mitleid auf und ich verbrachte ein paar glückliche Wochen bei ihr. Geh doch eine Zeit lang unter fremde Leid und Arbeit. Ich fand einen Platz als zweite Köchin in der Floriansmühle. Ich ging die Isar entlang, durch den englischen Garten, am Aumeister vorbei und stand mit einem Mal vor einem Dörflein. Zu meiner Rechten floss ein von alten Bäumen und schon herbstlich bunten Sträuchern eingefasster Kanal. Er trennte das ausgedehnte, von saftigen Wiesen und schattigen Baumgärten umgebene Grundstück, auf dem ich meinen Dienst antreten sollte, von dem eigentlichen Ort. Lange war ich hinter dem vorderen Tor gestanden. Dann trat ich schnell in die Küche, die in peinlichster Sauberkeit glänzte. Gegenüber dem großen, in der Mitte stehenden Herd befanden sich hohe Schränke und Stellagen voll Porzellangeschirr. Und von den Wänden blinkten reiche Kupfer- und Zinnmodel. An dem mächtigen Schubfenster des Buffets, von dem aus man den großen, schattigen Wirtsgarten überblicken konnte, stand die Frau des Hauses und gab der Kellnerin mehrere Platten mit Kuchen und gebratenen Hühnern. Ah, jetzt kommt meine neue Köchin. Sie sind aber noch jung. Ich bin schon 19 Jahre alt. Ich hab daheim schon die ganze Wirtschaft geführt. Und wir haben kein schlechtes Geschäft. Gleich morgen können sie anfangen. Lass uns mal eine Adresse da. Der Knecht fährt morgen in Staden auf am Markt. Der kann gleich einen Koffer mitnehmen. Andern Tags am frühen Morgen machte ich mich auf den Weg. Ich war guten Muts und sang laut, als ich durch den englischen Garten schritt. Als ich auf den Hof kam, schlug es 9 Uhr. Grüß Gott. Ich bin jetzt da. Als die Wirtin um 10 Uhr in die Küche kam, hatte ich schon einen großen Hafen voll Entenjung für die Leute der Ökonomie zubereitet und war gerade dabei, ein Brett voll Knödel zu machen. Ja, sowas. Sind wir schon fest bei der Arbeit? Bis jetzt kann ich schon oder machen. Doch hätte ich dies am Nachmittag wohl kaum mehr geantwortet.
denn da ging's drunter und drüber. Da wird nicht nur Bier ausgeschenkt, sondern auch alle möglichen Limonaden, Sauerbrunnen, Schorlemorle, Radlermassen und auch gar manche Flaschen Wein. Als ich etwa 2 Monate im Haus war, erschien eines Nachmittags ganz unverhofft meine Mutter. Grüß Gott. Ich bin die Mutter von derer da. Ich möchte anfragen, wie sie sich aufführt und was Lohn hat. Die Leni ist recht ordentlich und fleißig. Was den Lohn betrifft, so hat sie halt 20 Mark und ihre Trinkgelder. Das gäbe mir übrigens nichts an, wie viel das ausmacht. Da fing meine Mutter an, sich bitter über mich zu beklagen und erzählte ihr die Geschichte von meinem Selbstmordversuch. Und auch, dass ich einmal 10 Mark aus der Schenkkasse gestohlen hätte, die sie nun holen wolle. Was sie mit einer Tochter daheim gehabt haben, geht mir nicht so. Bei mir ist sie rechtschaffen und ehrlich und kann ich ihr nicht das Geringste nachreden. Da kehrte sich die Mutter heftig um und eilte hinaus, die Tür krachend hinter sich zuwerfend. Wenn's heim willst, kannst jederzeit kommen. Hoffentlich bist du daheim auch, wie es gehört. Seit diesem Vorfall gefiel es mir gar nicht mehr recht im Dienst. Obwohl ich mir in der kurzen Zeit schon ein neues Kleid, manch schönes Stück Wäsche und noch über 100 Mark bares Geld verdient hatte. Ich möchte wieder heim. Mir leid's nimmer da, wenn ich weiß, dass mich die Mutter braucht. Und auf Weihnachten war ich heute halt lieber daheim bei meinen Leid, als wie in der Fremd. Gehen Sie jetzt wirklich? Ich konnte ja gern glauben, dass das Herz wieder zur Mutter zurückverlangt. Aber wenn man solche Aussichten hat wie Sie, da war es wohl besser, man hört mehr auf den Verstand als aufs Herz. In Gottes Namen muss ich mir heute wieder um jemanden schauen. Also verließ ich Mitte Dezember meinen Dienst. Begleitet von den Segenswünschen der ganzen Familie, die mich vor meinem Scheiden noch reichlich beschenkt hatte. Ich konnte mich der Tränen nicht erwehren, als ich einem nach dem anderen die Hand gab. Und es waren nicht die angenehmsten Empfindungen, mit denen ich mich auf den Heimweg machte. Mitfahren. Daheim rannte alles ans Fenster, als ich so nobel angefahren kam. Du kommst daher wie eine Prinzessin. Man kennt die ja kaum mehr. Als ich aber mein Erspartes und die Sachen alle sehen ließ, verstummte er völlig. Und auch die Mutter war starr vor Staunen. Das Geld trage ich auf die Sparkasse und mein Wasch hebe ich mir auf, bis ich heirat. Wer weiß, ob ich mir nicht noch was dazu verdienen. Möchtest nicht schon wieder davonlaufen kann, dass du gekommen bist? Zum Aushalten wird schon sein daheim. Ich leg dir nichts mehr im Weg. So verging der Winter. Inzwischen war ich eine ganz stattliche Dirn geworden und betrachtete gar manches Mal mein Spiegelbild mit Befriedigung und geheimem Wohlgefallen. Eines Abends, da ich eben in der Schenke beschäftigt war, fuhr vor unserem Hause ein Wagen vor, dem ein sehr sorgfältig gekleideter junger Mann mit einem großen Strauß Veilchen in der Hand entstieg. Josef, geh, komm ein bisschen raus. Die drei verhandelten eifrig miteinander. Nach einer Weile kam der Vater zu mir in die Schenke. Der Hasler, Benno,
ist draußen und hat gesagt, dass er die heiraten möchte. Du sollst deinen Ausspruch tun, wie du gesunder bist. Von mir aus kannst du das machen, wie du magst. Ich red dir nichts ein und ich rot dir nicht ab. Ich zählte noch die eben begonnene Rolle Geldes fertig, rechnete mit der Kellnerin ab und schenkte noch etliche Glas Bier ein, mich sorglich zusammennehmend, dass die Hand nicht zittere oder sonst eine Bewegung über mich Herr würde. Dann ging ich, ohne dem Vater zu antworten, in die Küche, wo der stattliche Bewerber sich sehr lebhaft mit der Mutter unterhielt. Als er mich sah, sprang er von seinem Sitz, einem rohen, blank geschirrten Holzstuhl, auf und reichte mir die Hand. Liebes Fräulein Leni, ich hab Sie lang beobachtet und hab gefunden, dass bloß Sie mich glücklich machen können. Wenn's einer also recht ist, heirat mir. Ihre Eltern haben mich nicht abgewiesen. Er gab mir den Blumenstrauß. Ich mein's ehrlich mit einer Fräulein Leni. Ich hab's nicht nötig, nach Geld zum Schauen. Ich heirat aus Lieb. Nehmen's halt mal Lieb auch freundlich an. Wir die Blärmerl. Und sagen's ja. Bei diesen letzten Worten hatte er mich wieder an der Hand gefasst und sah mich bittend an. Ich will mir's überlegen. Das kann man nicht so auf den Augenblick sagen, ob man einen gern haben kann oder nicht. Meine Mutter hatte schon während der Rede des Freiers wiederholt das Taschentuch an die Augen gedrückt und sich umständlich geschneuzt. Jetzt aber zog sie mich laut aufschluchzend an ihre Brust. So ein Glück, ha? So ein Glück! Ich gönn das von Herzen, Dirndl. Bist ja so ein richtiges und ordentliches Mädel. Und kannst ihn glücklich machen, den lieben Herrn Hasler. Dann schob sie mich von sich und drückte mich ganz fest an die Schulter des freudig Überraschten, der sofort die Arme ausbreitete und mich zärtlich umfing. Kannst mir ganz kleines Prickerl gern haben, Lenal. Ja, ja, ich werd deine Frau und ich mag dich. Ich besiegelte das Versprechen später noch unter der Haustür, als ich ihn hinausbegleitete, mit einem laut schallenden Kuss. Worüber der Benno so beglückt war, dass er beim Fortgehen noch ganz verklärt hinter sich sah und nicht auf den Randstein achtete, sodass er um ein Haar zu Fall gekommen wäre. Die Hochzeit war auf den Herbst festgesetzt worden. Und der Benno eilte mit viel Fleiß von Amt zu Amt, um die zur Heirat notwendigen Schriftstücke zusammenzubringen. Der alte Hasler kündigte einer schon lange Jahre in seinem Haus wohnenden alten Jungfer die Wohnung und ließ Arbeitsleute kommen. Die Wände wurden tapeziert, die Böden frisch lackiert, in die Küche kam ein neuer Herd und in die Kammer daneben ein Bad. Die Frau Hasler stand bei größter Sommerhitze auf der Altane und füllte Kissen und Betten mit Pflaumen und zeigte den Nachbarn die Größe der mütterlichen Liebe, die nicht bloß zusieht, wie das Kind, das nun dem Nest entflogen, sich in der neuen Lebenslage zurechtfindet. Mein Vater ließ den Schreiner kommen und bestellte die Möbel, nachdem er sich die für uns bestimmte Wohnung angesehen hatte. Der alte Tapezierer musste für die Polster sorgen und den Divan samt den Stühlen nebst einem kleinen Kanapee anfertigen. Die Mutter lief zum Nachbar Glaser und er stand das Neueste an buntem Porzellan, an irdenem Geschirr und Gläsern. Dann kam der Tag, an dem sie ging, das Brautkleid einzukaufen. Da musste ich zur alten Haslerin und diese bitten, dass sie mitginge, den Stoff zu kaufen, was sie mir versprach. Erst spät abends kamen sie heim und ich hörte, dass nun alles eingekauft sei, dessen ich als Braut bedürfte, um zu glänzen. Ich erschrak beinahe, als ich von der Mutter hörte, dass mein Brautkleid aus Seide wäre und der Stoff allein schon mehr denn 150 Mark gekostet hätte. Ich vergaß darüber ganz und gar den Dank. Weißt nicht, was sie gehört, du Hackstock? Gib mir so viel Geld aus für dieses Gestell und krieg nicht einmal einen Dankeschön dafür. Dankeschön, Mutter. Sowas hätt's nicht braucht. So, das hätt's nicht braucht.
Ja, meinst vielleicht, die lass mich lumpen und anschauen von die Haslerischen? Ich hab schon gesehen, wie es die Lädchen hat hängen lassen, weil ich zuerst gemeint hab, ein Schlepp war nicht notwendig. Aber jetzt hab ich so viel gekauft, dass du einen Meter langen Schwarf hinten nachziehst. Es war ein alter Brauch, dass man den Vorabend einer Hochzeit mit einer kleinen Feier begeht, dem Polterabend. Zu der Zeit meiner Verheiratung wusste ich über den Ursprung und die Bedeutung dieses Wortes noch nicht viel, doch schien mir der Name gar nicht so falsch. Denn die Mutter polterte an diesem Tag im ganzen Haus herum, fluchte, zeterte, zertrümmerte Geschirr, jagte die Küchenmagd aus dem Haus und prügelte meine Stiefbrüder, ohne dass man recht wusste, warum. Ich war deshalb sehr bedrückt und tat nichts, wovon ich vermeinte, dass es die Mutter erzürnen könnte, und hatte auch wirklich bis zum Nachmittag Ruhe. Um 2 Uhr ging ich in die Wohnung hinauf, um meine kleinen Andenken und all die Kästlein und Schächtelchen, die Bilder und Bücherchen zusammenzupacken, die mir zu lieb waren, als dass ich sie hätte zurücklassen mögen. Die Mutter kam bald hinzu und warf mir manches hübsche und auch kostbare Stück hin, das sie nicht mehr mochte. Hast es ja recht notwendig, dass du heiratst. Aber wart nur, du wirst das schon sehen, wie es dir geht. Dass du ihm nichts Gutes wünschst, das kannst du denken, du undankbares Geschöpf. Kann man so gut brauchen und muss man fremde Leute halten, während die gnädige Fräulein heiratet und sie auf die Falle hauptflaggt. Nach dem Kaffee, etwa um 5 Uhr, brach ich auf und holte meinen Hochzeiter vom Geschäft ab, um mit ihm zur Beichte zu gehen. Er war sehr ernst und redete nicht viel. Danach machten wir uns auf den Weg nach Hause. Wir gingen erst an die Schenke, dann in die Küche, die Eltern zu begrüßen. Da sah ich, dass die Mutter geweint hatte. Brauchst Hilf in der Küche? Nein, bleib nur drin. Das war ja nur das Nette, ein Polterabend ohne Braut. Da setzte ich mich an den Tisch, wo schon die ganze Verwandtschaft und Freundschaft Platz genommen hatte, und ein lustiges Treiben begann. Komm, Lena, tanz mal. Endlich um 3 Uhr morgens gingen wir auseinander. Denn da der Benno und ich seit Mitternacht weder essen noch trinken durften, wegen der morgendlichen Kommunion, so freute uns schließlich der ganze Spaß nicht mehr. Kurz nach 5 Uhr am nächsten Morgen verließ ich das Haus und begab mich in die matt erhellte Kirche, wo einige Betende und 4 Klosterfrauen knieten. Ich setzte mich in eine der vordersten Bänke und erwartete meinen Bräutigam. Ohne Teilnahme, ohne Andacht und ohne Bewegung saß ich da und blickte stumpf auf den riesigen Kronleuchter vor dem Tabernakel. Die rote Ampel ließ kaum das kleine Licht durchscheinen und der weite, schmiedeeiserne Reif darum bewegte sich leise hin und her. Wenige Augenblicke vor Beginn der Messe, als eben der Kirchendiener die Kerzen des Altars entzündete, kam der Benno. Grüß dich, Leni. Er kniete sich nieder, zog ein Andachtsbüchlein aus der Tasche und schien recht gesammelt und ehrfurchtsvoll zu beten. Nach der Kirche gingen wir zusammen bis zu unserem Haus und trennten uns mit gemessenem Gruß. Ich ging ins Bad und begann danach in meinem Zimmer, mich mit der feinen Wäsche zu bekleiden, die mir die Haslermutter zur Brautgabe gesandt hatte. Denn es war bei uns der Brauch, dass die Braut für den Bräutigam und wiederum er für die Braut jenes Hemd anschaffte, das den Körper am Tag der Vermählung bekleidet.
Nach der Hochzeit wird es dann gewaschen und aufgehoben bis zum Tod, wo es noch einmal die Glieder kleiden soll. Es waren recht ernste Gedanken, die mich dabei bewegten. Doch gewann bald meine muntere Natur die Oberhand. Und als ich meine Füße in die weißen, seidenen Strümpfe hüllte und in die feinen Stiefelchen aus weißem Leder schlüpfte, kam es mir plötzlich in den Sinn zu versuchen, ob ich in diesem Schuhwerk auch gut tanzen könne. Und ich stand auf und begann erst allerhand Schritte zu machen und dann tanzte ich auf dem weichen Teppich und summte dazu die Donauwellen. Schau, schau, wie das Breitl schon munter ist. Denkst leicht, wie man in E-Stand eintanzt, dann hat man mehr Glück. Ha, nur pass nur auf, dass du keinen Fuß verdrehst, sonst ist vorbei mit der Freude. Jetzt zieh den Schlafrock an, den ich auf mein Bett gelegt hab. Na, gehst und lass dich frisieren. Das Frisieren dauerte über eine Stunde. Endlich trat ich fein gelockt und gescheitelt aus dem Laden und lief geschwind heim. Denn es schlug eben 9 Uhr. Und um 9:30 Uhr war schon das Frühstück angesagt. Da trat die Mutter zu mir, besah mich lange und es kam wieder etwas Böses in ihren Blick, das ich schon kannte und fürchtete. Eine große Angst befiel mich und ich war unfähig, mich zu rühren und zu reden. Also? Heut bist du erlöst von mir. Wird dir nicht ganz wieder sein, das. Jetzt kannst dein Mo ärgern, wie du bis heute mich geärgert hast. Und mein Wunsch will ich dir auch noch sagen. Du sollst keine glückliche Stunde haben, solange du den Menschen kehrst. Und jede gute Stunde sollst mit 10 bittere Birsen müssen. Und froh sollst du sein, wenn du wieder heim kannst. Aber rein kommst man nimmer. Jetzt weißt du das. Ich war während dieser grausigen Worte wie unter Peitschenheben zusammengezuckt. Ein unsagbar elendes Gefühl überkam mich und dann fiel ich ohne Besinnung zu Boden. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf einem der bequemen Polsterstühle und um mich standen zitternd die alte Haslerin und ihre Schwester Hanne, der alte Hasler, die 2 Trauzeugen und die Kranzeljungfern. Geh, trink ein bisschen, armes Kind. Dann schritt die Mutter gerührt von einem zum anderen, gratulierte, klagte und weinte, wie es gerade passte, bis Benno hereinkam. Lieber Benno und liebe Leni, ich kann leider nicht mitfahren in die Kirche, denn ich hab heute keine Aushilfe gekriegt zum Kochen. Also, wenn die eigene Mutter nicht mitgeht in die Kirche und für ihr Kind bett, na ist mein Eheglück nicht weit her. Das hohe Portal unserer Pfarrkirche stand weit offen und feierliches Orgelspiel empfing uns beim Eintritt in das Gotteshaus. Voran gingen die Verwandten, dann die Trauzeugen und zuletzt wir und die Brautjungfern. Da sah ich plötzlich hinter einem der mächtigen Pfeiler das verzerrte Gesicht meiner Mutter auftauchen. Sie stand da, ohne Hut, im Wirtschaftsgewand und in der weißen Schürze, nur ein leichtes Tuch um die Schultern gelegt und starrte mit glühenden Augen auf den Zug. Und wie sie mich erblickte, streckte sie den Kopf weit vor. Ich konnte nicht mehr hinsehen und hängte mich fest an den Arm meines Bräutigams. Und es bemächtigte sich meiner eine solche Bewegung, dass ich ohne alle Fassung zu schluchzen begann und während der Trauung und der feierlichen Messe nicht mehr aufhören konnte. Nach der Ablegung des Ehegelübdes fasste der Priester unsere Hände, legte sie zusammen, wickelte seine Stola darum
und machte unter weihevollen Gebetsformeln das Zeichen des Heiligen Kreuzes darüber. Danach besprengte er uns mit Weihwasser und betete mit lauter Stimme, worauf er die Trauringe weihte. Unter abermaligen feierlichen Gebeten reichte er uns sodann dieselben und wir steckten uns diese Symbole der unverbrüchlichen Treue und unwandelbaren Freundschaftsliebe an. Beim Wegfahren von der Kirche durften ich und mein Bräutigam in der eigentlichen Brautchaise Platz nehmen und half er mir mit großer Ritterlichkeit beim Einsteigen. Er schlang auch gleich seinen Arm um mich und küsste mich wiederholt. Kommst du nicht hart an, dass du fort musst von daheim und mit mir gehen? Na. Geh, schau mich halt ein kleines bisschen an und gib mir halt ein Busserl. Das tat ich, doch ohne Wärme, ohne Leben, sodass dem Benno ganz Angst wurde. Bist gleich krank, dass du so stark und wunderlich bist. Warum redst du denn nix? Ich bin nicht aufgelegt. Unter den festlichen Klängen des Pariser Einzugsmarsches zogen wir in die Gaststube ein und nahmen an der schön gezierten Tafel Platz. Mit allen Geladenen saßen 27 an derselben zum Mahl. Auch andere Gäste waren so viel erschienen, dass die Stube sie kaum fassen konnte. Und immer kamen noch neue hinzu und wollten Platz haben. Mein Schwiegervater hatte ein Schwein und ein Kalb gestiftet, das als Braten, Suppe und Ragout an die Arbeiter der umliegenden Fabriken sowie an die Musiker verteilt wurde. Mein Vater schenkte ihnen dazu einen Hektoliter Bier. Ich trank in die Hitze viel Champagner und nickte nur mechanisch denen zu, die kamen, mich zu begrüßen und zu beglückwünschen. Dabei wurde mir immer elender zumute. Mit einem Mal drehte sich alles vor meinen Augen und ich fiel unter den Stuhl. Man brachte mich hinaus in den Hof, wo ich alles, was man mir zu Hilfe reichen wollte, von mir warf. Ein Glas mit Magenbitter, eine Tasse voll schwarzen Kaffees und ein Stück Zucker mit Hoffmannstropfen. Dann entledigte ich mich noch alles dessen, was meinem Magen zu viel schien. Ich möchte heim ins Bett. Also führte meine Schwiegermutter mich wieder in die Gaststube und sagte meinem Gatten, der mit großem Rausch und starker Rührung dasaß und tränenden Auges auf das horchte, was sein Vater ihm eben mit viel Eifer erzählte, dass ich nach Hause will. Was? Heim möchte mein Weiberl? Meine Mutter war den ganzen Tag keinen Augenblick zur Ruhe gekommen. Doch schien sie heiter und guter Laune zu sein, als ich nun gute Nacht sagte. Für gut, Mutter. Auf einmal überkam mich eine große Sehnsucht nach ihrer Liebe. Ich fiel ihr um den Hals, drückte meinen Kopf an ihre Brust und weinte. Da zog sie langsam meine Arme von ihrem Hals und schob mich sanft von sich. Okay, sei doch gescheit, Leni. Du machst ja dich ganz gewohnt voll Fetten. Jetzt brauchst doch nicht mehr nach mir zu jammern. Hast doch einen Mo. Derweilen kam der Benno mit dem Wagen und nach nochmaligem, umständlichem Abschied von meinen Eltern, besonders von meinem Stiefvater, der mir noch ein Goldstück zusteckte, fuhren wir fort. Viel Glück, Leni. In unserer Wohnung angekommen, gab es sogleich eine kleine Auseinandersetzung der Frau Hasler mit ihrem Sohn. Denn während er alle Lichter anzündete, die er fand, schürte sie rasch den Ofen des Wohnzimmers an und begann dann, mir Schleier und Kranz abzunehmen. Was fällt dir denn ein, Mutter? Das ist meine Arbeit, meine Frau auszuziehen. Schrei nicht so grob, du wirst da. Deine alte Mutter wird wohl so viel eher wert sein, dass ihr einer Schwiegertochter beim Ausziehen helfen darf. Ich zieh meine Frau schon selber aus. Und überhaupt hast du da jetzt nichts mehr zum Suchen da herum. Ich brauch dich nimmer. Das sag ich dir. Dass du mir schonst, deine Frau. Sonst, bei Gott, ist gefeit. Wenn's das magst, wird das. Mutter, reg dich nicht auf. Mach mir meinen Rock auf und nachher tust du schlafen gehen. Ich komm morgen in der Früh runter zu dir, gell? Wie wird's dir gehen bei dem Rüppi, armes Kind?
Ich zog mich schnell vollends aus und schlüpfte, während mein Mann überall herumlief und sich an unserem Eigentum erfreute, ins Bett. Und ich war schon eingeschlafen, als er kam. Und am anderen Morgen, als ich aufstand, war ich nicht mehr das frische, sorglose Mädchen und der Spiegel zeigte mir ein müdes, fremdes Gesicht. So hatte ich denn den ersten Schritt in das Leben getan, das mir noch so übel geraten sollte. Den Tag nach der Hochzeit nennt man bei uns gemeiniglich den Goldenen. Wie überhaupt die erste Zeit der Ehe gar viel belobt und besungen wird. Ein jedes Mädchen kennt die Flitterwochen. Und manche Braut träumt von der Zeit des Honigmonds. Ich konnte nicht begreifen, warum man diese Wochen als Flitterwochen besingt. Ich sah nichts Herrliches und kein Glück darin, der nimmersatten Willkür und den schrankenlosen Wünschen des Gatten zu dienen. Jeden Morgen mit umränderten Augen meinen müden Leib zu erheben und nicht einmal wenigstens die eine Befriedigung zu haben, Mutter zu werden. So erkrankte denn mein Gemüt. Und es währte nicht lange, da empfand ich tiefe Angst vor der Fortsetzung dieser Ehe. Und die Zärtlichkeiten meines Mannes verursachten mir körperlichen Schmerz. Dazu litt ich an quälendem Herzweh und hatte nur noch den einen brennenden Wunsch, ein Kind. Dieses Verlangen allein bewog mich immer wieder zu gehorchen, mich hinzugeben, zu leiden und zu schweigen. Etliche Wochen später fühlte ich denn auch wirklich allerlei Anzeichen, die mir Gewissheit darüber boten, dass Gott mir meinen Wunsch erfüllt habe. Nun kam es aber fast täglich zu den gröbsten Auseinandersetzungen. Denn der Benno fand seine größte Freude und liebste Unterhaltung bei Bier und Wein und wurde darin auch von seinen Eltern ehrlich unterstützt. Der Ehemann muss unter alle Umständen der Herr im Haus bleiben, wo's er kommt. So war es Pfingsten geworden. Und ich begann seit etlichen Tagen auf ein geheimnisvolles Etwas in mir zu horchen. Oft saß ich ganz still und hielt den Atem an, um es zu spüren und in innerster Seele zu hören. Und eines Tages, es war um Johanni, vertraute ich es meinem Gatten an, wobei Tränen der Freude mir in die Augen traten. Was sagst du, Weibe? Rührt sich der Bursch schon? Es kam der Herbst und meine Zeit rückte immer näher. Meine Schwiegereltern waren zwar längst nicht mehr lieb zu mir, doch ließen sie es mir an nichts fehlen und fragten oft nach meinen Wünschen oder Gelüsten, denn sie hofften auf einen Buben, der dem Geschlecht der Haslerischen einmal Ehre machen würde. Der Oktober ging seinem Ende zu und ich richtete alles her, das man zum Empfang eines Kindleins brauchte, stellte die bemalte und von der Haslermutter mit geblümten Vorhängen geschmückte Wiege in die Schlafstube und rückte die Ehebetten auseinander. Benno, geh, hol mir Frau Notacker. Ich glaube, es wird was. Erschreckt fuhr mein Gatte aus dem Bett und in die Hosen. In der Eile aber brachte er das vordere Teil nach hinten und ich musste über den komischen Anblick trotz meiner Schmerzen herzlich lachen. Unter vielen Ängsten und nachdem er alles Erdenkliche angestellt hatte, seinen Hut verloren und sein Rad im Haus der Hebamme hatte stehen lassen, brachte er endlich die schon sehnlich erwartete. Geschäftig packte sie ihre große Tasche aus, bei welcher Arbeit ich ihr ängstlich zusah. Denn ich konnte es immer noch nicht glauben, dass das Kind ohne jede Beihilfe von Messer oder Schere, ohne Leib aufschneiden hervorkommen könne. Da fühlte ich plötzlich ein starkes Anstemmen des Kindes und zugleich hatte ich das Gefühl, als müsse ich zerspringen. Frau Notacker, ich mein, jetzt... Drunten zog die Regimentsmusik vorbei mit Pauken und Trompeten und Kinder jubelten und pfiffen. Da mischte sich ein kreischendes Stimmlein in die Klänge des Militärmarsches. Ich hatte einen Buben. Die Taufe wurde mit großem Pomp gefeiert
und gab man dem Buben nach seinem Großvater die Namen Johannes Magnus. Der Fluch, den meine Mutter mir am Hochzeitsmorgen mitgab, übte mit furchtbarer Macht seine Wirkung während meiner ganzen Ehe. Ich war in den letzten Wochen vor der Niederkunft im Gesicht recht alt und fleckig geworden und musste daher manches bittere Wort von Benno hören. Nun aber blühte ich sichtbar auf und schon nach 3 Wochen war ich wieder so verjüngt, dass mein Gatte aufs Neue in heftiger Leidenschaft entbrannte und allen Vorstellungen zum Trotz mit Gewalt jene Schranke niedertrat, die eine weise Natur einer Mutter errichtet. Vergeblich wies ich ihm den Kleinen, wenn er sich an meiner Brust sättigte. Geh, bitte, nimm dein Burm doch nicht seine Nahrung. Lass mich doch in Frieden. Schau, ich bin nur noch krank. So kam es, dass ich nach wenigen Monaten aufs Neue Mutterhoffnungen fühlte. Unsere Häuslichkeit bot weder Frieden noch Behagen. Der Benno sah wohl, was er getan, hatte aber doch kein Einsehen. Am Tag gab es Streit und am Abend suchte er alles Trübe und Missliche in Leidenschaft zu ersticken. Meine Eltern hatten schon bald nach meiner Heirat sich mit den Haslerischen verfeindet und ich durfte deshalb längst nicht mehr zu ihnen gehen, wenn ich nicht eines Auftritts mit Benno gewärtig sein wollte. Mein Gatte hatte sich in der letzten Zeit immer mehr dem Trunk ergeben und kam oft nächtelang nicht nach Hause, um dann bei dem geringsten Anlass zu wüten und mich zu misshandeln. Um Weihnachten dieses Jahres fühlte ich, dass meine Stunde da sei und ging daher zu meiner Schwiegermutter und bat sie, den Buben, der schon seit Wochen an schwerem Keuchhusten krank lag, etliche Tage in Pflege zu nehmen. Sie versprach es gerne und war auch sonst freundlich, wofür ich ihr von Herzen dankte. Schon während des Kochens zeigten leichte Wehen mir das Nahen der Geburt an. Sie wurden stärker und ich bekam Angst, da es schon 2 Uhr war und mein Mann noch immer nicht gekommen war. Ich lief zu einer Nachbarin und bat sie, mir die Frau Notacker zu holen. Bis diese kam, richtete ich die Schlafstube und wollte den Buben zu seiner Großmutter tragen. Doch schlief er und ich ließ ihn liegen. Gegen 5 Uhr erschien die Hebamme und meinte, es sei noch zu früh, vor dem nächsten Tag könne man nicht mit dem Kind rechnen. Also ging sie wieder mit der Bemerkung, sie sehe gegen 9 Uhr abends noch einmal vorbei. Kurz nach 6 Uhr kam der Benno heim. Gibt's nichts zum Essen? Ich machte ihm Vorwürfe, dass meine Zeit da sei und ich niemand hätte, der mir beistehe. Mit rohen Schimpfworten verbot er sich mein Gejammer und verlangte Wein, obschon er stark betrunken war. Ich gab ihm eine Flasche, denn ich fürchtete ihn sehr in solchen Rauschzuständen. Dann ging ich in die Schlafstube, wo der Kleine eben wieder zu husten begann. Ich hob ihn auf und wickelte ihn frisch ein, wobei mein Körper von heftigen Wehen erschüttert wurde. Da bekam der arme Bub einen seiner furchtbaren Anfälle und ich glaubte, er müsse ersticken. Doch ging es vorüber und ermattet lag er nun in meinem Arm. Ich bettete ihn wieder in die Wiege und ging hinaus zum Benno, ihm über das Kind zu berichten. Ich gehe auf die Nacht noch fort. In dem Augenblick hörte ich den Buben weinen und ging zu ihm an die Wiege und beugte mich über das Bettlein, ihn mit leisen Worten zu beruhigen. Da fühlte ich plötzlich von rückwärts wie eine eiserne Klammer einen Arm um meinen Leib und fühlte, wie der Benno mich fest in das Bettlein drückte und sein Eherecht ausübte. Verzweifelt suchte ich mich seiner zu erwehren und es gelang mir wirklich für den Augenblick. Da packte ihn eine rasende Wut und unter den gröbsten Schmähungen zerrte er mich an den Haaren herum, warf mich zu Boden, trat sein eigen Fleisch und Blut mit Füßen und versuchte, mich zu erwürgen. Musik.
auf mein lautes Hilfegeschrei stürzten Leute aus den Nachbarswohnungen herbei, man sprengte die Tür und alle fielen über den sich wie besessen Gebärdenden her. Auch sein Vater kam und es geschah nun etwas, was mich erstaunte. Der alte Hasler fasste seinen Sohn vor all den Nachbarn am Genick, setzte ihn auf einen Stuhl, gab ihm ein paar tüchtige Ohrfeigen und stieß ihn sodann mit großer Gewalt zur Tür hinaus. So, jetzt verschwind du! Und? Hat nur wer was verloren da herin? Ich lehnte erschöpft an meinem Bett und bat um die Hebamme. Ohne ein Wort ging er und schon nach einer halben Stunde brachte er sie mit. In derselben Nacht bekam ich ein Mädchen und lag danach an die 6 Wochen im Kindbettfieber. Seit diesem Vorfall musste sich mein Mann sein eheliches Recht stets erzwingen, denn ich hatte alle Zuneigung zu ihm verloren und fürchtete ihn sehr. Trotzdem wurde ich noch 4-mal Mutter während dieser Ehe. Bald nach dem 3. Kinde begannen auch Wohlstand und Glück von uns zu weichen. Mein Mann hatte durch seine Trunksucht alles das eingebüßt, was man sonst an ihm schätzte. Auch ließ er sich in seiner Stellung allerlei zu Schulden kommen und wurde schließlich entlassen. Seine Eltern waren darüber so erbittert, dass sie uns aus dem Haus jagten. Wir zogen also um und der Benno übernahm selber ein Geschäft. Es ging uns auch etliche Zeit wieder gut, und ich hatte Hoffnung, dass alles wieder recht würde, obschon ich nun dauernd kränkelte, da die Geburten meines 4. und 5. Kindes Totgeburten und sehr schwer gewesen waren. Nun war das 6. Kind auf dem Wege und kurz vor Weihnachten kam ich in die Wochen. Am Tag nach der Geburt dieses Kindes kam gegen Abend ein Freund meines Gatten und hatte mit ihm eine Unterredung, die sehr erregt schien, denn der Besuch ging nach kurzem Wortwechsel ohne Gruß und der Benno schlug krachend hinter ihm die Türe zu. Ich rief ihn zu mir in die Schlafstube, doch kam er nicht und ging bald darauf fort, ohne sich von mir zu verabschieden. 2 Tage und 1 Nacht blieb er weg und kam erst am Heiligabend gegen 9 Uhr heim. Ich erschrak heftig bei seinem Anblick. Seine Kleider waren zerrissen und beschmutzt, sein Gesicht aufgedunsen und verzerrt, die Haare hingen ihm wirr um den Kopf und die Stirn, blutunterlaufenen Augen, blickten gierig und lüstern nach mir. Flehend setzte ich ihm nochmals die Unvernunft seines Begehrens auseinander. Doch vergebens, er fiel über mich her und ich musste alle Kraft daran setzen, mich seiner zu erwehren. Endlich gelang es mir, aus dem Bett zu entkommen und eilig schlüpfte ich in meinen Unterrock und lief aus dem Zimmer. Da hörte ich plötzlich meine Kinder aufkreischen. Ich sah, wie der Benno mit gezücktem Stilett drinnen herumtanzte und nach der Melodie des Schäffler-Tanzes vor sich hinsang. Himmel sei der Steher durchgehen, alle mir seid hier sein. Himmel sei der Steher durchgehen, alle mir seid hier sein. La 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 la. Er sah mich gar nicht, wie ich die Kinder aus ihren Bettlein riss und das Kleinste aus der Wiege. Tanzend zertrümmerte er alles, was im Zimmer war, und sang dazu. Also flüchteten wir uns barfuß und fast unbekleidet hinaus in den Schnee. Und weinend hingen sich die Kinder an mich. Zitternd wankte ich vorwärts und das Blut rann mir gleich einem Bächlein über die Füße und zeigte die Spur meiner Schritte. Freundliche Nachbarn nahmen uns auf. Ein schweres Fieber folgte auf diese Nacht und ich kämpfte lange mit dem Tod. Als ich mich besser fühlte, begab ich mich wieder in meine Wohnung. Die Möbel waren alle mit dem Siegel des Gerichtes versehen und gepfändet. Der Benno hatte, ohne dass ich es wusste, sein volles Vermögen und dazu mein ganzes Heiratsgut einem Freund, der Baumeister war, geliehen und dieser war bankrott gegangen. Nur weniges verblieb mir. Zum Glück hatte man mir einen kleinen Schrank mit Kinderwäsche gelassen, in dem auch meine Schmucksachen verwahrt lagen. Nun konnte ich wenigstens so viel Geld dafür bekommen,
dass ich die Kinder bei fremden Leuten in Pflege geben und mir ein kleines Zimmer nehmen konnte. Um diese Zeit ging ich zu meiner Mutter und klagte ihr meine große Not und bat sie um Geld, damit ich mir etliche Möbelstücke wieder auslösen könnte. Ich kann dir nicht helfen. Ich hab selber noch Schulden beim Brei. Geh zu die Haslerischen, die sind reicher wie ich. Und übrigens gefreut's mich, dass sie meinen Wunsch erfüllt hat. Recht schlecht soll's dir gehen, weil du es nicht aushalten hast, Kinder daheim. Traurig ging ich nun zu meinen Schwiegereltern. Diese versprachen mir, für den Buben zu sorgen. Mehr konnten auch sie nicht helfen. Nach kurzer Zeit war auch der Rest meines Geldes verbraucht. Und da ich das Kostgeld für meine Kinder nicht mehr aufbringen konnte, setzte man sie mir eines Tages im Winter vor die Tür. Da fand sich ein Baumeister, der mir in seinem Neubau umsonst Wohnung bot. Das Haus war noch ganz neu und das Wasser lief an den Wänden herab. Wir schliefen auf dem Boden und bedeckten uns mit alten Tüchern und krochen zusammen, damit wir nicht gar zu sehr froren. Hustend und weinend hingen meine Kinder an mir, während Fieberschauer mich schüttelten. Eines Tages erfuhren wir, dass mein Gatte in der Kreisirrenanstalt untergebracht worden sei, da eine Geisteskrankheit ihm dauernd das Licht des Verstandes genommen hatte. Oft war die Versuchung in mir aufgestiegen, dem Leben ein Ende zu machen. Oft hatte ich am Abend den Hahn der Gasleitung zwischen den Fingern. Doch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ließ mich das nicht vollbringen, was die Verzweiflung mir eingab. Mitleidige Menschen machten endlich den Armenrat des Bezirks auf mein Elend aufmerksam, worauf die Gemeinde für uns sorgte, indem sie die Kinder einer Anstalt übergab, während ich im Krankenhaus Erlösung aus aller Trübsal erhoffte. Doch das Leben hielt mich fest und suchte mir zu zeigen, dass ich nicht das sei, wofür ich mich so oft gehalten. Eine Überflüssige. Erinnerungen einer Überflüssigen von Lena Christ. Zweiter Teil. Lena, Brigitte Hobmeier. Sowie Johanna Bittenbinder, Martin Pfeifel, Winfried Frey, Beate Himmelstoß, Barbara Maria Messner und Stefan Murr. Musik: Evi Kegelmeier, Greulichs Schrank. Ton und Technik: Peter Preuß, Susanne Herzig, Daniela Röder. Regieassistenz: Pauline Seiberlich. Bearbeitung und Regie: Stefanie Ramp. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion: Katharina Agathos.